Heute ist das Thema die Spinalkanalstenose und die sagittale Balance. Die SVA, diese Sagittal Vertical Axis, das ist die C7-Falllinie, die wir hier senkrecht runterziehen, und dann ist es dieser Abstand von der Hinterkante S1 zu dieser Linie und gibt uns Ausschluss darüber, inwieweit der Patient in der Balance steht, sagittal, oder ob er nach vorne überkippt. Lumbale Lordose ist, glaube ich, klar. Und dann haben wir hier nochmal unsere Pelvinenwinkel, nicht? Die Pelvic Incidence haben wir ja auch schon besprochen. Das ist ein fester Winkel, individuell für jeden Patienten, hier zwischen dem Hüftkopf und der S1-Endplatte, hier diese Senkrechte dazu. Und das ist dann der Winkel, um den es geht. Sacral Slope ist, denke ich, auch klar. Das ist der Winkel zur Horizontalen. Und Pelvic Tilt gibt uns Ausschluss darüber, wie das Becken sozusagen im Raum steht, nicht? Und das ist ja auch der Parameter, der größer wird, wenn der Patient bei einer sagittalen Disbalance kompensiert. Wenn der Patient hier steht, relativ gut balanciert, C7 oberhalb von S1. So, jetzt fängt er an, weil ihm jemand operiert hat oder weil er einfach Bandscheibendegeneration hat, fängt er an, hier nach vorne zu kippen. Ja, jetzt ist C7 vor S1, gute 15 cm. Und da natürlich nicht so die ganze Zeit durch die Gegend laufen kann, ohne dass natürlich die Muskulatur hier hinten maximal beansprucht wird, ist ein Weg, diese Wirbelsäule wieder aufzurichten, das S1-Plateau in die Horizontale zu bringen, indem man das hier macht. Schauen Sie mal, dann geht jetzt der Kopf und C7, an dem wir uns orientieren, wieder nach oben, durch diese Drehung, von hier nach da, ja, also das Plateau hier. Und das ist der Sacral Slope, der wird kleiner, nicht? Und der Pelvic Tilt, der wird größer, verstehen Sie? Das ist dieser Winkel hier, ja? Weil da ist der Bezugspunkt eine Senkrechte, keine Horizontale, sondern eine Senkrechte. Ja? Und wenn ich den Patienten jetzt anfange zu drehen, weil diese Achse hier ist ja fest. Diese Achse ist ja fest. Das heißt, wenn ich das Becken anfange so zu drehen, dann dreht sich das Ganze so. Also das und das dreht sich in die Richtung. Und dadurch wird diese Linie oder dieser Winkel wird automatisch größer. Und der Pelvic Tilt ist für mich immer ein Anzeichen dafür, ob der Patient kompensiert. Und da weiß man eben aus verschiedenen Studien, wo man das bei gesunden und auch kranken Patienten, also rückenkranken Patienten gemessen hat, da weiß man eben, dass man, wenn der deutlich über die 20 Grad hinausgeht, dann stimmt da in der Regel irgendwas nicht. Dann fängt der Patient an zu kompensieren. Ja. Aber wenn er diese macht, um auszugleichen? Genau, das Knie kommt noch dazu. Das ist ja ein weiterer Kompensationsmechanismus. Ja. Über den sprechen wir jetzt auch gleich nochmal. Jetzt, das hier sind ja nur die Winkel im Bereich des Beckens, von dem wir jetzt sprechen. Und hier, die einzige Möglichkeit für ihn zu kompensieren, ist, indem das Becken gedreht wird. Dadurch wird der Sacral Slope kleiner und der Pelvic Tilt nimmt zu. Die Pelvic Incidence bleibt immer gleich. Und was wir ja auch gelernt haben, ist, die Pelvic Incidence bestimmt, was für eine Lordose ich brauche. Das heißt, die lumbale Lordose sollte vom Winkel her etwa dem Winkel der Pelvic Incidence entsprechen. Daran orientieren wir uns ja. Und wenn die lumbale Lordose deutlich niedriger ist, dann haben Sie so gut wie immer auch eine sagittale Disbalance. Das heißt, der Patient fängt an, nach vorne zu kippen. Und worüber wir heute sprechen wollen, ist, ja, wie ist das eigentlich mit der Spinalkanalstenose? Und jetzt würde ich Sie bitten, gucken Sie sich mal diese Ergebnisse an und versuchen das mal selber zu interpretieren. Was sehen Sie da? Was ist dort aufgetragen? Und stimmt die Aussage, die die hier ziehen, mit dem, was wir bisher gelernt haben? Naja, links sind ja Pelvic Incidence, Tilt, Sacral Slope. Genau. Jetzt kommt die Lumbalordosis, dann ist TK, die thorakale Kyphose. Na? Und dann geht es so weiter. Dann haben wir hier die Falllinie. Dann haben sich hier offensichtlich drei Gruppen gebildet. Ist auch klar, oder? Die Gruppe mit der normalen Balance. Gucken wir mal, ob das stimmt. Hier haben wir eine Pelvic Incident. Oder wie würden Sie das überprüfen? Der Autor sagt uns, ja, das ist die Gruppe mit der normalen Balance. Und Sie wollen mal schauen, stimmt das überhaupt?
Auf was gucken Sie? Also der schnellste Weg wäre eigentlich, dass ich schaue erstmal hier unten, die SVA. Na, wie weit neigt sich der Patient nach vorne? Das ist 13,3 mm. Das ist nicht viel. Na, wenn das wirklich hier Millimeter sind, das sind dann 1,3 cm. Und was haben wir gesagt, ist noch normal? Ungefähr. Von der Falllinie. Die Falllinie, wie weit darf die vorne sein? 3, 4 cm. Punkt. Ja, so 5 cm ist so die Grenze. Wobei wir aber auch eine Fortbildung hatten, wo wir über die altersadaptierten Werte gesprochen haben. Die zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Also ich gucke als erstes mal ganz grob, wie ist das eigentlich mit der Falllinie? Und da sehe ich hier, okay, tatsächlich, der ist definitiv normal in der Balance drin. Und was ich dann noch gucken kann, ist, haben wir ja vorhin gerade auch gesagt, entspricht die lumbale Lordose der Pelvic Incidence. Und dann gucke ich hier, Pelvic Incidence 55, lumbale Lordose 54, das passt. Ja. Und wir haben gesagt, kritisch ist, wenn es dort einen Unterschied von etwa 10 Grad gibt. Na, dann fängt es an, schwierig zu werden, wobei auch hier man altersadaptiert denken kann oder sollte. Ja. Und dann kann man sich die Pelvic Tilt noch angucken. Wenn die deutlich über 20 liegt, dann kann man davon ausgehen, dass er in irgendeiner Form kompensiert. Ja? Also, das scheint eigentlich ganz gut hinzuhauen. Das ist eine normal balancierte Gruppe, wenn man das mal so übersetzt. Dann haben Sie hier noch zwei weitere Gruppen. Eine mit Minor Loss of Balance und die dritte mit Major Loss of Balance. Und das kann man sich ja jetzt auch mal angucken. Oder gucken wir uns mal die dritte Gruppe an. Und versuchen Sie die mal jetzt genauso zu analysieren, wie wir das gerade bei der ersten gemacht haben. Er steht 9 cm schon mal vor, also das ist ja schon signifikant. Das ist schon ordentlich, ja. Okay. Dann ist entspricht die Lordose nicht mehr der Pelvic Incidence. Okay, was haben wir da für einen Unterschied? 10. 10 Grad, okay. Ist so gerade an der Grenze von dem, was noch vielleicht vertretbar wäre. Aber zu der zweiten Gruppe auch schon signifikant mehr. Ja, also diese Einteilung auf Minor Loss und Major Loss finde ich gerechtfertigt. Ist gerechtfertigt, genau. Die Frage, die wir uns jetzt stellen könnten, ist das wirklich schlimm? Muss man jetzt hier eine Osteotomie machen oder was? Oder was ist hier das Problem? Machen wir mal eine Folie weiter, bitte. Hier habe ich jetzt nochmal die Tabelle eingeführt von der Arbeit von Lafarge et al. Die haben ja zwei Arbeiten rausgebracht zu diesen altersadaptierten Werten. Und das finde ich ganz interessant. Ja, und da sieht man, die meisten Patienten sind ja hier so im Bereich, das wird man jetzt auch im Video leider nicht so gut sehen, weil es hier in der Ecke ist, aber Altersgruppe 65 bis 74 Jahre, na, ist normal oder für einen gesunden Menschen entsprechend eine Pelvic Tilt von 25 Grad, ein Mismatch von Pelvic Incidence zur lumbaren Lordose von bis zu 10 Grad und eine SVA von 54 mm, also von 5,5 cm, sagen wir mal. Ne? Das Interessante ist, bei einer Altersgruppe über 74, na, da ist eine Mismatch von bis zu 17 Grad durchaus auch mal in Ordnung. Und was mich erstaunt hat, als ich diese Arbeit das erste Mal gelesen habe, dass jemand durchaus gesund sein kann mit einer SVA von 8 cm. Das muss nicht immer unbedingt pathologisch sein. Bei einem sehr alten Menschen. Ja? Und wenn man das hier sich anschaut, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 72 Jahren hier von diesem Patientenkollektiv hier, dann sind die jetzt gar nicht so krank, muss man tatsächlich sagen, was jetzt die sagittale Disbalance angeht. Das hält sich halbwegs noch im Rahmen. Nicht? Mismatch von etwa 10, gut, da haben wir einen Zentimeter mehr, was die SVA angeht. Und dann sollte man noch im Hinterkopf behalten, diese Daten sind präoperativ, bevor die Stenose operiert worden ist. Ja, und dann werden wir jetzt lernen, was das bedeutet oder welche Möglichkeiten es dann noch gibt nach der Operation, was dann noch passieren kann. Mein Punkt ist, die Aussage dieser Studie war, die sagittale Balance spielt bei der mikrochirurgischen Behandlung der Spinalkanalstenose keine Rolle. Okay? Ich würde das aber ein bisschen kritisch sehen, weil die Frage ist das hier wirklich eine
eine sagittale Dysbalance, insbesondere wenn ich das präoperativ messe. Ja? Das ist alles sauber und richtig gemacht, aber ich möchte Sie einfach nur zum Denken anregen mit dem, was wir heute wissen. 2015 waren viele Sachen noch gar nicht so klar. Ja? Zumal ja der Stenotiker, und die werden ja dann an der Stenose operiert, eher bestrebt ist, ja in eine Entlordosierung zu gehen, genau so ist damit es. Er seine Claudicatio verliert und das, oder damit es nicht zwickt. Und, genau darum geht es jetzt in dieser Fortbildung. Ja? Jetzt gehen wir mal eins weiter. Dann gucken wir uns mal die nächste Studie an. Das ist eine Studie aus Japan, Ikata et al., 2015 auch. Und die haben sich das folgendermaßen angeguckt. Ne? Und Durchschnittsalter auch hier so etwa 71 Jahre, haben sich 109 Patienten hier angeguckt und hatten hier im Prinzip zwei Gruppen. Die erste Gruppe, sehen Sie, ne? Wieder, wenn Sie so schnell machen, okay, Millimeter, das Gruppe A ist offensichtlich die Gruppe, die keine sagittale Dysbalance ist, also die balanciert ist. Wir haben dort eine Pelvic Tilt von um die 20, die SVA bei etwa 2 cm. Und wenn Sie, ich habe extra aus dem Text die Pelvic Incidence nochmal rausgesucht, nicht? Und wenn Sie das im Verhältnis setzen zur lumbaren Lordose, dann sehen Sie, da gibt es da jetzt keinen so riesigen Unterschied, nicht? Da 8 Grad etwa Differenz, das heißt, der ist mehr oder weniger in der Balance. Wenn Sie sich die Gruppe B angucken, wie sieht denn das da aus? Versuchen Sie das mal selber jetzt zu analysieren. Ja, dass die nach vorne stehen, und zwar massiv. Ja, also hier überhin, das sind gute fast 8 cm, genau. Plus, minus 3, okay, ja. Was haben wir hier? 26. Das ist zu wenig. Pelvic Incidence 48 und eine lumbale Lordose von 26. Also da haben wir ein deutliches Mismatch von über 20 Grad. Das ist schon mal auffällig, oder? Das ist schon mal auffällig. Und hier sind wir auch über 20 Grad. Gut, ne, altersadaptiert könnte man sagen, vielleicht ist es in Ordnung, aber offensichtlich haben wir hier doch ein deutliches Mismatch, was die lumbale Lordose angeht. So, und jetzt gucken Sie sich bitte das Postoperative mal an, im gleichen Patientenkollektiv. Ne? Hier sind die Postoperativen und hier sind sogar, haben Sie für Sie schon gerechnet, ne? Da sehen Sie es, da sind auch schon die Änderungen mit eingetragen und Sie sehen hier die P-Values. Operation geht, es geht um Deko. Einfache Dekompression, nichts an der Bandscheibe, gar die Gruppe, ja, ganz normale mikrochirurgische Dekompression. Das heißt, ja, die müssen nicht mehr entlordosieren, damit es kneift, sondern sie sind frei, haben trotzdem ihre Anatomie erhalten, werden schmerzärmer, nicht nur von den Beinen, sondern wahrscheinlich auch nach dem Abklingen der Wunde vom Rücken her und richten sich wieder auf. Genau so ist es. Ne? Und versuchen Sie es jetzt mal zu beschreiben dort anhand dieser Tabelle, anhand der Werte, die Sie dort sehen. Ne? Das ist ganz einfach. Also was ich von Ihnen hören will, ist, dass Sie mir sagen, die Falllinie ist um 2 cm zurückgegangen, ist jetzt im Normalbereich im Prinzip. Die lumbale Lordose hat sich um 6 Grad verbessert. Ja, und wenn ich mir jetzt das Mismatch angucke zwischen lumbaler Lordose und der Pelvic Incidence, ist zwar noch ein Mismatch da, nicht? Aber der ist jetzt nicht mehr so hoch. Der liegt jetzt bei was? 7, 8, bei etwa 15 Grad. Okay, ist immer noch ein bisschen erhöht. Ne? Also so ganz in Ordnung ist es noch nicht. Und wenn wir uns die nächste Folie angucken, dann werden wir auch sehen, woran das liegt. Ja? Also hat sich verbessert, aber ist eigentlich noch nicht im grünen Bereich, sage ich mal. Und die Pelvic Tilt hat sich auch etwas verbessert. Das heißt, er kompensiert, oder diese Patientengruppe kompensiert jetzt weniger. Ist ja ein Durchschnittswert. Gut, das ist verstanden. Dann gehen wir jetzt eins weiter. Und die Erklärung dafür hat der Dr. Havels gerade eigentlich sehr schön angeführt, ne, warum das so ist. Und das sind noch weitere Ergebnisse. Und das heißt, wenn postoperativ noch eine sagittale Balance, eine sagittale Dysbalance übrig bleibt, dann ist das assoziiert mit einem schlechteren klinischen Ergebnis. Sowohl was den Rückenschmerz angeht, als auch was verschiedene health-related Outcomes angeht. Die hatten, glaube ich, das ist die japanische Gruppe, die hatten Joa Score und Roland Morris. Und das andere, was ich interessant finde, ist, dass Patienten, die präoperativ eine sagittale Imbalance von mehr als 80 mm, also von mehr als 8 cm, in der C7-Falllinie hat, die haben ein höheres Risiko dann auch postoperativ noch
eine Rest des Ballons, nenne ich es mal, zu haben. Okay? Das sind zwei, glaube ich, wichtige Punkte, die man hier mitnehmen kann. Wenn postoperativ noch was übrig bleibt, ist das mit einem schlechten Outcome assoziiert. Und kann ich präoperativ schon darüber was wissen? Gut, ein Prädiktor wäre eventuell, dass wenn ich wirklich eine ausgeprägte SVA habe von mehr als 8 cm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Patienten tatsächlich auch postoperativ trotz der Korrektur noch ein Problem mit der Balance haben. Nicht? Was wir im Hinterkopf behalten müssen, all diese Studien, das ist jetzt alles in den letzten Jahren passiert, die meisten Studien, das sind Beobachtungsstudien, retrospektiv. Nicht? Also da muss man auch vorsichtig sein und das kann nicht alles für bare Münze nehmen und da ist in allen Dingen sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber das ist das, was man jetzt zu diesem Zeitpunkt zu diesen Dingen weiß und empfinde ich als wichtige Anhaltspunkte, um sich dort eine Orientierung zu verschaffen. Das sind Patienten, da steht Microendoscopic Laminotomy, das ist nichts anderes, wenn man sich die Arbeit anguckt, als dieser Matrix-Tube, ja, ist typassistiert operiert worden. Schauen Sie sich das mal an und versuchen es zu interpretieren. Die C-Gruppe ist die nicht aus der sagittalen Balance. Genau, abweicht. Das ist die Kontrollgruppe. Das ist genau Control und das andere ist eben ja die Following Forward. Following Forward, wie auch immer, genau, also das ist die mit der sagittalen Disbalance. Woran sehen wir das? Geht ja schon mit der Falllinie los, die ist bei 8 cm bei der F-Gruppe und bei 2 cm in der C-Gruppe. Lordose nur noch 23 Grad. Genau. Pelvic Tilt. Und dann wollen wir auch noch schauen, ich meine, mit dem, was wir gelernt haben, haben wir jetzt schon gesehen, es macht einen Unterschied, ob wir jetzt hier vom präoperativ erfassten Werten oder postoperativ erfassten Werten reden, nicht? Das sind präoperative Werte. Wir haben aber gerade gelernt, wenn das mehr als 8 cm sind, dann könnte das kritisch werden. Das können wir jetzt praktisch hier in einer ganz anderen Studie mal überprüfen, ob es da tatsächlich einen Unterschied in dem klinischen Outcome gibt. Ne? So kann man auch so ein bisschen, wenn man die Literatur studiert, so Gegenchecks machen. Ja? Der eine hat das behauptet, wie ist das in einer ähnlichen Gruppe bei einer Studie, die von mir aus auch in einem ganz anderen Land gemacht wurde. So, und dann gucken wir uns unten wieder an, wie sieht es aus mit der lumbaren Lordose und mit der Pelvic Incidence. Und da sehen wir ja auch wieder, na, da gibt es schon deutliche Unterschiede. Na. Da 22 Grad in der lumbaren Lordose und 55 Pelvic Incidence. Ja, ist schon eine deutliche Diskrepanz. Ja, so fast, also 25 Grad Unterschied, mal so über den Daumen gepeilt. Und in der C-Gruppe aber durchaus auch ein Unterschied zu sehen. Na, von etwa 20 Grad. Also da haben wir wahrscheinlich auch wieder das Phänomen der fokalen Entnodosierung. Die dort problematisch ist, auch in der Kontrollgruppe. Aber insgesamt ist diese Gruppe trotzdem balanciert. So, aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist das nächste. Dort hat man jetzt mal die F- und C-Gruppe gegenübergestellt und hat sich mal das klinische Ergebnis angeguckt. Und dann sieht man, es gibt schon signifikante Unterschiede, was den Rückenschmerz, also LBP, Lumbar Back Pain, und den Beinschmerz betrifft. Ja, da schneidet letztendlich die Gruppe mit der sagittalen Disbalance, also wo die Falllinie 8 cm betrug, im Durchschnitt schlechter ab als in der Kontrollgruppe. Fairerweise muss man sagen, der Unterschied ist nicht so riesengroß, wenn man das vom Blickwinkel des Minimal Clinical Important Difference anguckt. Aber statistisch zumindest signifikant und gibt es zumindest einen Hinweis darauf, dass da offensichtlich vielleicht doch irgendwelche Unterschiede zu sehen sind. Dann gab es noch eine größere Studie, Buckland et al. 2016. Die haben zwei große diagnostische Kohorten gematcht, ne, in jeder Gruppe 125 Patienten und haben sich angeschaut, Patienten mit einer lumbaren Stenose und Patienten mit einer adulten spinalen Deformität und haben die gegenübergestellt und wollten herausfinden, gibt es Unterschiede in der sagittalen Disbalance? Kompensieren die unterschiedlich? Nicht? Und was die herausgefunden haben, ist, dass die Patienten, die eine lumbale Stenose haben, eher mit einer Vorwärtsbeugung tatsächlich versuchen zu kompensieren und durch diesen, was die dort Posterior Pelvic Shift
nennen. Das ist das, was Sie vorhin meinten, Herr Weißbeck, ne? Also, dass man praktisch hier, da sieht man es, ne? Das ist dieser Posterior Shift, das ist dieser Abstand von hier nach da, vom Fußgelenk zur Hinterkante, ne? von S1. Das sehen wir mit unseren Röntgenaufnahmen natürlich nicht. Ja, es gibt so spezielle, dieses EOS-System, dieses neue, da kriegt man so eine ganz Körper-Röntgenaufnahme mit relativ niedriger Bestrahlungsintensität. Aber der Punkt ist, diese Linie wird im Prinzip beeinflusst durch diese Kniebeugung, nicht? Indem ich das hier mache. Dadurch bringe ich mein Becken ja so ein Stück nach hinten und richte dadurch das sakrale Plateau ja etwas auf. Und bei der lumbalen Stenose scheint es zumindest so zu sein, dass bei geringgradiger sagittaler Disbalance diese Art von Kompensationsmechanismen greifen. Aber bei ausgeprägteren sagittalen Disbalancen sind die Kompensationsmechanismen der adulten spinalen Deformität ähnlich. Also da kann man die eigentlich nicht auseinanderhalten, weil deren Ergebnis hat. Also leichte Disbalance kompensieren die wenig über das Becken, also über das Pelvic Tilt, sondern eher über nach vorne beugen, also entlordosieren, haben wir ja auch in den Zahlen davor gesehen, und über Knicken des Knies und damit durch diesen Posterior Shift. Und bei ausgeprägteren Disbalancen gibt es wenig Unterschiede zwischen der lumbalen Stenose und den adulten Deformitäten. Die nächste Studie, dass man diese Definition getroffen, flexible deformities were defined as a 10% change in lumbar lordosis between weight-bearing and non-weight-bearing images. Ja? Also wenn der Patient jetzt, sagen wir mal, ein MRT im Liegen bekommt und dann aufsteht, und wir machen dort ein Röntgen und dort gibt es einen Unterschied von mehr als 10 Grad, haben die das als eine flexible Deformität definiert. Die haben sich hier nur Patienten angeguckt, die schon eine sagittale Disbalance tatsächlich haben. Die flexiblen sagittalen Disbalancen den fixierten sagittalen Disbalancen gegenübergestellt haben, jetzt kleine Zahlen, aber trotzdem interessant, haben sie eben herausgefunden, dass die flexiblen sagittalen Disbalancen in 67% der Fälle mit Spinalkanalstenosen assoziiert sind, während das bei nicht fixiblen sagittalen Disbalancen nur in 22% der Fälle der Fall war. Ja? Frage ist, was kann man damit anfangen? Ich finde es wichtig, dass man anfängt zu verstehen, was gibt es da überhaupt für Zusammenhänge. Ja? Damit man da einfach das große Bild ist eigentlich noch nicht vollständig da. Aber das ist schon mal, fand ich schon mal interessant. Dieselbe Studie, was Sie bei den flexiblen Deformitäten gesehen haben, ist, der Unterschied der lumbalen Lordose im Liegen zum Stehen war bei dieser Gruppe etwa 15 Grad, Range 10 bis 25 Grad. Und die lumbale Lordose war im Liegen besser als im Stehen. Ja, ja? Also das heißt, dass der Patient im Liegen eine bessere Lordose hat, als wenn er sich hinstellt. Ja. Es kann natürlich sein, dass die auf diese Zahl kommen, weil sie hier diese Vorselektion gemacht haben und tatsächlich nur flexible Deformitäten reingenommen haben. Ne? Daran und die haben die Stenosen und die wollen sich entlordosieren im Stehen. Im Stehen, genau. Daher vielleicht. Also das könnte schon sein, aber es entspricht irgendwie nicht so meiner Erfahrung. Aber das kann natürlich sein, dass ein Großteil der Stenosen, die wir sehen, oft ja schon alte Leute sind und zum Teil fixiert, und dass es da vom Stehen und Sitzen oft keine Änderung gibt. Ja, es ist schwer zu sagen. Aber es ist ein interessantes Statement. Und das finde ich eigentlich mit am interessantesten. Und genau darüber sprachen wir vorhin, Herr Lukianow. Studie, auch 2017, Shin et al. Die haben sich Patienten angeguckt. In dem Fall waren das hier 45 Patienten mit einer sagittalen Disbalance. Die sind operiert worden, mikrochirurgisch ganz normal. Die haben als sagittale Disbalance ein etwas strengeres Kriterium, also alles, was mehr als 4 cm oder mehr als gleich 4 cm hatte, war eine sagittale Disbalance, wie dem auch sei, und haben sich dann angeguckt, in welchem Zeitraum sich die Patienten von ihrer sagittalen Disbalance her normalisieren. Wir haben ja schon in den Vorstudien gelernt,
dass die sich offensichtlich verbessern, dass die lumbale Lordose zurückkommt und dass die sich etwas wieder aufrichten. Nicht immer komplett, no? Wir haben gesehen, wenn es mehr als 8 cm sind, dann ist die Chance groß, dass sie danach auch noch eine sagittale Dysbalance haben und dass das auch mit einem schlechteren klinischen Ergebnis korrelieren kann. Aber das hat mich schon überrascht, weil wenn man sich das mal anguckt, no? Survival, das ist eine Überlebenskurve letztendlich, das sind alle Patienten mit einer sagittalen Dysbalance. Da sind sie jetzt operiert worden. Und jetzt fangen die sich an, und dann haben sie hier bei 1, 3 und 6 Monaten mal geguckt, wie viele davon haben sich normalisiert. Und hier nach einem Monat, na, sind wir ungefähr hier. Na, das sind, was weiß ich, da haben sich 40% etwa, ein bisschen mehr, haben sich hier verbessert. Aber in den Monaten bis 3 und 6 passiert noch einiges. Und Monat 6 haben sich 73% der Patienten verbessert. Aber tatsächlich auch in diesem Zeitraum. Ja? Und dann hier pendelt sich das halbwegs ein und dann passiert offensichtlich nichts mehr, zumindest bis zum Monat 12. Und das, finde ich, hat schon eine Relevanz für unser Denken oder für unsere Entscheidungsfindung und auch wie wir, weil wir machen uns ja momentan ja schon Gedanken, ja, wie machen wir das? Wir wollen nicht alles aggressiv operieren, auch wenn er eine sagittale Dysbalance hat, entscheiden wir uns ja eher für die mikrochirurgische Dekompression. Und dann machen wir uns ja auch Gedanken darüber, dass wir, also wir sprachen ja letztens drüber, dass wir die mal angucken, nicht danach. Und ich finde, das ist hier wichtig, weil wenn wir sagen, wir gucken uns die nach 3 Monaten an, dann kann es sein, dass ich hier viel zu früh dran bin und dem eine sagittale Dysbalance aufschwatze, die er vielleicht ein paar Monate später gar nicht mehr hat. Und das hilft uns vielleicht zu sagen, dass 6 Monate eigentlich ein ganz guter Zeitraum ist, um jemand mit einer von mir aus degenerativen Skoliose, sagittalen Dysbalance, Spinalstenose, wo wir gesagt haben, mikrochirurgisch gehen wir ran, dass man den nochmal kontrolliert, das hatten wir ja auch vor, damit die Patienten nicht verloren gehen und dann, was ich, jahrelang an starken Rückenschmerzen behandelt werden und sich nicht mehr bei uns vorstellen, dass man sagt, also 6 Monate ist wahrscheinlich, zumindest Stand heute, 2017, ein guter Zeitraum, diese Patienten nachzuuntersuchen und dann könnte man sagen, okay, das wird wahrscheinlich auch nicht besser, wenn man sich die zweiten 6 Monate jetzt anguckt. Mhm. Ich finde hier dann auch noch grafisch ganz interessant, man könnte es auch anders sozusagen salopper ausdrücken und sagen, die Erholung, die ersten 50% kommen im ersten Monat, weil sie dekomprimiert haben. Genau so ist es. So, und jetzt müsste man genau diesen Graph den Krankenkassen vorlegen, den Kosten, den Rentenversicherungsträgern und den Kollegen draußen, damit man sagt, es gibt sicherlich Patienten, wo sich auch eine stationäre Reha lohnt, obwohl sie alt sind. Absolut. Und absolut, liebe Leute, Kollegen draußen, verschreibt denen Krankengymnastik bis 6 Monate und nicht nur ein Rezept und nach 6 Wochen ist vorbei damit. Aber da muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Da war ich ganz überrascht, als ich das gelesen habe. Wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir versuchen, Muster zu erkennen, um nicht mehr einfach nur raten zu müssen. No. Das finde ich immer wichtig. Eins weiter. Gut. Und dann auch noch dieselbe Studie. 17 dieser Patienten, nicht? Die Zahlen da unten haben wir ja, hatten eine SVA mehr als 8 cm. Und da haben wir ja vorhin schon gelernt, in anderen Studien hat man schon gesehen, naja, die kommen nicht so gut raus. No? Und aber in dem Fall tatsächlich, 71% haben in dieser Studie trotzdem die sagittale Balance verbessert. Na, steht nicht, dass sie normal war, aber die hat sich zumindest verbessert. Und was die aber auch gesehen haben, und das passt wiederum zu den anderen Studien, ist, dass das klinische Ergebnis oder ein erfolgreiches klinisches Ergebnis wurde nur in 53% dieser Patienten erreicht. Also was ist aber ein erfolgreiches Clinical Outcome? Dass er, kann er nicht, er ist ja dekomprimiert, also müsste er doch zumindest wieder laufen können. Ja, also da müssen wir jetzt, das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber in der Regel ist das, kann man dann zum einen kann man da die Patientenzufriedenheit heranziehen und zum anderen kann man dort diverse Scores wie ODI und so weiter heranziehen. Nicht? Und das sind in der Regel, wenn man von Successful Clinical Outcome spricht, macht man in irgendeiner Form ein Composite, dass man sagt, also ein erfolgreicher Patient hat Schmerzen unter X, hat ein ODI über X
und hat von mir aus den Patienten ist zufrieden oder sowas, ne? Und dann sagt man, das ist ein erfolgreicher Patient. Ja? Müsste ich in dem Fall jetzt nochmal genau nachschauen, was da ist, aber Sie werden überrascht sein. Man glaubt immer, wir sind hier die Allergrößten, oder wir glauben das als Chirurgen. Wenn wir hier eine Stenose operieren, denen geht es allen toll und super. Dem ist nicht so. Wenn Sie nach ein paar Jahren gucken, ja, wie viele davon tatsächlich richtig zufrieden sind und so weiter, da sind wir weit weg von den 90% oder 100%. Ja, da weit weg. Patientenzufriedenheit, ich erinnere an die Sportstudie, ich werde sie auch alle nochmal in den SOPs geben. In der Sportstudie, wenn man sich das so anguckt, Patientenzufriedenheit im Langzeit-Outcome ist dümpelt irgendwo so zwischen 60, wenn es hochkommt, 70. Und auch in der Tomé-Studie aus Mannheim, nicht? Also die Laminektomie und das Undercutting war irgendwo bei 60-65% im Langzeit-Outcome. Und was wirklich erstaunlich war, war eben die bilaterale interlaminäre Dekompression hatte eine Patientenzufriedenheit von fast 80%. Ja, aber es ist nicht so, dass alle Stenosen, die operiert werden, ein gutes Ergebnis haben. Und denken Sie da auch daran, die Re-OP-Zahlen, die sind auch nicht niedrig. Ja. Gut, das ist noch eine Studie. Das A sind zentrale Spinalkanalstenosen, das ist diese ganze Gruppe hier. Und das sind hier Vorarmstenosen, die können wir kurz mal außen vor lassen. Und was die sich jetzt angeschaut haben, ist verschiedene Stenosegrade. Also wie ausgeprägt ist die Spinalkanalstenose? Grad 1 ist eine mäßig ausgeprägte Spinalkanalstenose, Grad 2 etwas stärker ausgeprägt und Grad 3 ist so eine wirklich komplette Spinalkanalstenose, also sehr ausgeprägt. Und dann hat man sich angeguckt, da spiegelt sich das in irgendeiner Form in den sagittalen Parametern wider. Und wenn wir das analysieren wollen, und hier haben sie uns das ja schon vorgerechnet sogar, Pelvic Incidence mit minus lumbarer Lordose, das ist eigentlich immer der beste Faktor. Wenn wir uns das angucken und hier das Mismatch uns anschauen, Grad 1 4,6, Grad 2 10,6, Grad 3 14,4, also es scheint hier tatsächlich einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Mismatch und dem Ausmaß der Spinalkanalstenose. Und das passt ja auch wieder zu dem, was wir in den anderen Studien gelernt haben, dass diese Patienten dazu neigen, zu entlordosieren. Und das ist auch eine Strategie, sich ein bisschen Sicherheit über bestimmte Tatsachen zu verschaffen, wenn sie eigentlich nur Beobachtungsstudien, also Grad 3 Evidenz oder sowas haben. Ne? Wenn Sie sehen, verschiedene Studiengruppen aus verschiedenen Ländern finden mehr oder weniger das Gleiche heraus oder das ist irgendwie plausibel, dann ist es wahrscheinlich, dass da was dran ist. Auch wenn Sie jetzt noch keine große prospektive oder randomisierte Studie dazu haben. Interessant ist hier, dass hier das, was wir vorhin gesehen haben, wo ich schon so skeptisch war, der Unterschied zwischen Lordose im Stehen, Lordose im Liegen, das spiegelt sich hier nicht so wider, nicht? Sehen Sie das? Da ist es im Stehen sogar eher weniger, hier ist es ein bisschen mehr, also es ist mehr oder weniger gleich. Und da sehen Sie, Sie müssen mal genau hinschauen. Das ist jetzt einfach eine Gruppe mit verschiedenen Stenosegraden. Die haben nicht vorsortiert nach flexibler Deformität und fixer Deformität. Und die Zahl 15 Grad, die wir vorhin gesehen haben, die hat man nur gefunden, nachdem man die Fälle vorsortiert hat, die eine flexible Deformität haben. Das fand ich noch ganz interessant. Das Letzte, dass wenn die Spinalkanalstenose im Bereich der oberen LWS war, dann hatten die ein schlechteres Alignment, als wenn die Stenose in der unteren LWS war. Ja, also scheinbar scheinen sie dort mehr zu entlordosieren, wenn die Stenose in der oberen LWS ist. Warum könnte das so sein? Schwer zu sagen. Ja? Vielleicht ist die obere LWS etwas flexibler, was die Flexion angeht. Das sind ja oft alte Leute und da ist ja so die untere LWS häufig doch schon stark mit Osteophyten behaftet und so. Ob sich da noch viel entlordosiert, ist die Frage. Ja? Kann man einfach mal so mitnehmen und drüber nachdenken. Man muss ja nicht alles immer auch gleich verstehen und einordnen können, aber das haben die offensichtlich herausgefunden.
Gut, jetzt kommt noch das letzte Thema, was mir wichtig ist. Also Rousseli ist ja einer dieser Franzosen, die das mit der sagittalen Balance auch sehr stark mit nach vorne gebracht haben. Und der hat schon relativ früh vier Typen definiert von sagittalen Profilen. Welche Unterschiede sehen Sie? Also er hat es in vier Typen eingeteilt, ist klar. Die ersten zwei haben eine niedrige Pelvic Incidence, das sieht man, oder? Mhm. Und die anderen beiden haben eine sehr hohe Pelvic Incidence, wobei Typ 4 nochmal höher als Typ 3. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich mal anguckt, wo L5 im Vergleich zum Becken ist, dann sieht man, dass mit zunehmenden Typen hier und der L5er Wirbelkörper hier anfängt wirklich im Becken zu versinken. Den Typ 1, na, es geht eigentlich hier um diese Formen. Und da steht, distal arch is almost absent. Das heißt, der hat eine ganz kurze Lordose hier lumbal. Und in der oberen LWS, ist eigentlich fast keine Lordose vorhanden. Und es gibt die thorakale Kyphose, ist eigentlich eine thoracolumbale Kyphose. Also die geht relativ weit hier nach unten runter und dann gibt es hier eine scharfe Kurve. Ja? Und das wird als non-harmonious back with thoracolumbar kyphosis and short hyperlordosis beschrieben. Nicht? Typ 2 sehen wir dort. Distal arch is low, it is longer but flat, close to a straight line. Und das wird als harmonious flat back bezeichnet. Sehen wir auch gar nicht so selten. Da wundert man sich, Mensch, das ist aber eine steile Wirbelsäule, ist aber alles in Ordnung. Hat eine geringe Pelvic Incidence, geht relativ steil hoch, insgesamt in sich aber noch relativ harmonisch. Dann Typ 3 ist eigentlich eine gut balancierte, so wie man sich es im Idealfall vorstellt, eine gut balancierte Wirbelsäule. Und Grad 3 ist eben eine Wirbelsäule mit einer ausgeprägten hohen Pelvic Incidence und einer starken lumbalen Lordose. Wofür könnte das relevant sein? Typ 1 hat Neigung auf sagittale Dysbalance. Typ was? Typ 1. Oder Kompensation läuft nicht so gut bei Typ 1. Das ist der erste wichtige Punkt. Wenn Sie Patienten haben, sowohl Typ 1 als auch Typ 2, mit einer sehr geringen Pelvic Incidence, dann haben Sie hier natürlich sehr viel wenig Kompensationsmöglichkeit im Sinne dieser Retroversion des Beckens, nicht? Dass der Pelvic Tilt sozusagen zur Kompensation beitragen kann, während das bei einem Patienten mit Typ 3 oder Typ 4 viel besser gehen kann. Okay, das ist das Erste, sehr schön. Dann was noch, muss gar nicht unbedingt mit der sagittalen Balance nur zu tun haben, auch mit den ganz anderen Dingen, die wir tagtäglich eigentlich sehen. Also ich würde zum Beispiel Grad 4 denken, wenn die älter werden, das ist ja eine ganz anständige Lordose, genau. Dann haben die gegenüber dem Typ 1 oder dem Typ 2 wahrscheinlich eine sehr viel größere Facettenlast getragen. Sehr gut, genau das. Ja. Ist ja klar, dass hier die Facettengelenke sehr viel stärker eingedrückt werden. Wir haben ja gesagt, umso tiefer die Wirbelsäule im Becken eingebaut ist, umso weniger Progrudienz der Skoliose haben sie eigentlich. Ja? Auf der anderen Seite ist hier Lordoseverlust natürlich, hat eine große Bedeutung. Ja? Weil die haben eine sehr hohe Pelvic Incidence und in dem Moment, das sind ja oft, wenn man sich das anguckt, müssen Sie mal darauf achten, wir haben ja solche Patienten häufiger, die haben ja häufig ganz große Bandscheiben hier, mit denen sie praktisch diese Lordose machen. Und wenn die anfangen zu degenerieren und platt werden, dann kippt die das massiv nach vorne. Ja? Während hier, wenn hier die Bandscheiben degenerieren, dann fallen die sozusagen gerade runter und bleiben mehr oder weniger noch im Lot. Ja, aber dann wären wir schon bei der nächsten Sache, wo man sagen kann, okay, hier sind wahrscheinlich eher die Bandscheibenfächer, die ein Problem werden können und degenerieren oder einen höheren Stress aushalten müssen. Gehen wir mal eins weiter. Hier ist das mal so ein bisschen gezeigt in einer anderen Studie, wo die Stresszonen sind. Nicht? Und also hier Typ 1 ist relativ wichtig, das sieht man jetzt in dem Video wahrscheinlich gar nicht, weil da der Schrank davor steht, aber gut.
Da haben wir ja gesagt, es gibt unten eine relativ starke Hyperlordose und dort kann es auch zu Facettengelenkseinschränkungen kommen. Hier haben Sie das gar nicht eingezeichnet, aber es ist ja völlig klar, dass es hier auch der Fall ist, so wie Sie das gerade gesagt haben, Herr Haritz. Ja. Aber was Sie jetzt gar nicht gesagt haben, ist, dass hier natürlich bei dieser Art der Lordose und ausgeprägten Pelvic Incidents haben Sie ja natürlich Scherkräfte, die eine Spondylolisthesis prädestinieren. Ja. Und auch hier bei, ist zumindest deren These, Typ 1 nicht, eine scharfe Kurve weit unten in der Lendenwirbelsäule und dann praktisch diese Gegenkurve, die schon recht früh beginnt, also die Kyphose der Brustwirbelsäule, die schon in der oberen LWS beginnt, sodass da relativ viel Stress auf den oberen Scheiben der LWS ist. Ne? Hier haben wir nochmal ein paar schöne Beispiele dafür, wie das aussieht. Nicht? Hier mal die Typ 1, harte Kurve am Anfang. Und das macht wohl nicht selten hier hinten Facettenprobleme in dem unteren Segment. Und ich finde, es ist wichtig, wenn man das weiß. Denn, also ich möchte, dass Sie in der Zukunft auch auf Röntgen und MRT-Bilder gucken und sehen, okay, das könnte eher eine Typ 1 sein oder eine Typ 3. Habe ich hier Facettenprobleme tatsächlich zu erwarten oder ist es eigentlich eine Typ 2? Und die Facetten sind vielleicht eher nicht das Problem, nicht? Und solche Gedanken sollten Ihnen durch den Kopf gehen. Also hier sieht man auch hier im Bereich dieser Kurve hier, ist es ja auch hinten ein bisschen eng, kann natürlich jetzt auch von der Ebene abhängen. Die geht relativ gerade hoch, ne? Die Typ 2, die wir gesehen haben, das ist die halbwegs balancierte und hier haben wir die ausgeprägte Lordose. Ja? Aber Sie sehen, dass es schwierig ist, ohne diese Aufnahmen da oben und die Ganzwirbelsäulenaufnahmen das tatsächlich vernünftig zu beurteilen, ne? Insbesondere was die Pelvic Incidence angeht. Ja, und da sehen Sie es sehr schön, ne? Kleine Pelvic Incidence in den ersten beiden und hohe Pelvic Incidence, insbesondere bei Typ 4. Okay. Und dann die Arbeitsgruppe bei Kozi und Jörg Frank haben sich da jetzt auch nochmal hervorgetan 2017 und haben diese schöne Studie hier veröffentlicht und haben sich hier mal die verschiedenen sagittalen Profile angeguckt, also 1, 2, 3 und 4. Und zwar bei Patienten mit einer lumbalen Spinalkanalstenose. So, und wenn Sie sich das angucken, wie wir es erwarten würden, nicht? Die lumbale Lordose nimmt zu mit jedem Typ. Ja, Typ 1 haben wir 32 Grad, Typ 2, wie zu erwarten, ganz niedrig, das war ja diese gerade Wirbelsäule, 21 Grad und Typ 4 ganz klar 54 Grad. Relativ hoch. Passt also ganz gut, diese Typen scheint es also tatsächlich auch zu geben. Nicht? Dann die Pelvic Incidence, auch wie wir es erwarten würden, bei den ersten beiden eher niedrig, Normalbereich so im 40er und dann Typ 3 und Typ 4 zunehmend, insbesondere Typ 4 70 Grad. Und dann sehen wir hier schon auch ein Mismatch auch, ja, an einigen Stellen. Und die SVA bei diesen Patienten, wenn wir uns das hier angucken, hält sich eigentlich halbwegs, aber Typ 2 erstaunlicherweise geht nach vorne. Okay, aber wie dem auch sei, jetzt gehen wir mal eins weiter. Und jetzt gucken wir uns mal das klinische Ergebnis an. Und das fand ich ganz interessant, wenn Sie sich das mal angucken. Rückenschmerz und ODI. Ja. Und zwar immer, hier geht es immer um das Delta, um die Verbesserung. Und wenn Sie sich das angucken, in den Gruppen 2, 3 und 4, gucken wir uns ruhig mal den Rückenschmerz an, hat man überall eine signifikante Verbesserung. Und bei Typ 1 nur eine ganz mäßige Verbesserung. Und besonders eindrucksvoll finde ich das bei dem ODI. Da haben Sie in Typ 2, 3 und 4 deutliche Verbesserungen und in Typ 1 nur um 9 Punkte. Frage ist, warum? Schwer zu sagen. Okay, gut. Ja, das war's eigentlich.